Und Anas ibn Malik radiallahu anh sagte, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, war es der hellste Tag, also am helligsten. Und als er gestorben ist, war kein anderer Tag so finster in Medina. Als nun der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist und es sich rumgesprochen hat, gab es natürlich für die Menschen einen Schock. Ja, das war ein Riesenschock für sie, so sehr, dass Umar radiallahu anh es nicht für wahr halten wollte. Und Umar radiallahu anh sagte, es gibt Heuchler, ihr wisst, Umar radiallahu anh, der war, mashallah, ein strenger Mensch. Er sagt, es gibt Heuchler, die behaupten, der Prophet ist gestorben, sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet ist nicht gestorben, sondern er ist zu Allah gegangen, so wie Musa alaihi salam zum Treffen mit Allah auf diesen Berg gegangen ist, und so wird er zurückkehren. Also Umar radiallahu anhu hat gesagt, sagt nicht, Rasul sallallahu alaihi wasallam ist gestorben. Und dann sagte er, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird zurückkehren, und er wird jene, die behaupten, er sei gestorben, er wird ihnen die Hände abhacken. Und dann ist ja bekannt, dass Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu eben hinausgegangen ist zu den Leuten, und er sagte, wer von euch Muhammad anbetet, so möge er wissen, Muhammad ist gestorben. Und wer von euch Allah anbetet, so möge er wissen, Allah ist lebendig und stirbt nicht. Und dann rezitierte er die Ayah. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Und Muhammad ist nur ein Gesandter, vor dem es bereits Gesandte gab. Wenn er denn stirbt oder getötet wird, werdet ihr euch abkehren? Und wer abkehren wird, der wird Allah nicht schaden. Und Allah wird den Dankbaren reichlich Lohn gewähren. Ibn Abbas radiallahu anh sagte, bei Allah, als ob diese Ayah erst zu diesem Zeitpunkt offenbart wurde. Also die Wirkung dieser Ayah, dass man das tatsächlich nachvollzieht, versteht, das haben sie erst zu diesem Zeitpunkt gemerkt, der Prophet kann ja sterben. Sallallahu alaihi wasallam. Das haben sie doch immer gelesen, dass der Prophet sterben wird. Und dass sie eben nicht abkehren und abwenden sollen. Aber diese Ayah, die Wirkung, zeigte sich erst, als tatsächlich dieser Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam eingetreten ist. Und da sagte Umar, und bei Allah, als ich Abu Bakr hörte, konnte ich nicht mehr stehen. Meine Beine haben mich nicht mehr getragen, und als ob ich diese Ayah zum ersten Mal höre. Dann wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewaschen und in drei Leichentücher gelegt, und dann wurde er begraben, und zwar eben in seiner Wohnung, da wo er gelebt hat, weil dies eben die Art und Weise ist, wie Propheten begraben werden. Sie werden in ihren Gemächern, in ihren Wohnungen begraben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde in seinen Kleidern gewaschen. Ja, sie haben ihn aus Respekt nicht ausgezogen, sondern sie haben ihn eben in seinen Kleidern gewaschen und haben eben immer das Wasser draufgelegt und dann eben ihn gewaschen. Alayhi as-salatu wassalam. Dann, wie gesagt, in Leichentücher gelegt, und dann wurde auch das Totengebet verrichtet für den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und Anas ibn Malik radiallahu anhu sagte, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach Medina kam, war es der hellste Tag, also am helligsten. Und als er gestorben ist, war kein anderer Tag so finster in Medina. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit dem edlen Propheten sallallahu alaihi wa sallam versammeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns so leben lassen, wie der Prophet gelebt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vereinen mit dem edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah uns erlauben, seiner Sunna zu folgen, die Sunna zu leben und die Sunna zu lehren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns profitieren lassen
وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.